Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und herzlich willkommen zu einer, zu einer weiteren Trainingseinheit. Wir sind immer noch im Small of Intense Cycle. Ihr bekommt mein Gesicht nicht zu sehen. Ja, ich will euch den Anblick ersparen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon das Teil dabei habe und Sneaky mache, dann fülle ich auch alles ab. Ihr seht jetzt hier so ein bisschen mein Warm-up, meine Mobility und so. Habt ihr ja lange nicht mehr irgendwie gesehen. Sowieso Trainingsvideos sind ja eine Rarität geworden. Ja. Es standen an 202,5 Kilo, Kniebeugen, 5 Wiederholungen, A4 Sätze. Und ihr habt ja gesehen, beim letzten Mal die 3 Wiederholungen auf Instagram ist mir das Knie nach innen gegangen. Und deswegen habe ich auch die Mobility gemacht. Ich habe das Ganze jetzt lange vernachlässigt. Im Base-Cycle von Small Off habe ich das jeden Tag gemacht. Da habe ich fast jeden Tag Sauna machen müssen, um überhaupt regenerativ hinterherzukommen. Und jetzt war ich nach diesem Base-Cycle, dieses Durchgequäle, auf so einem hohen Niveau. Ihr habt die 235er-Beuge gesehen. Jetzt hier die ersten Einheiten waren ganz geschmeidig. Und jetzt bin ich so an diesen Punkt gekommen, über 200 Kilo, 202,5 Kilo. 3 Wiederholungen, da ist mir das Knie nach innen gegangen, ich konnte nicht mehr extern rotieren, ich habe die Mobility dafür nicht gemacht, das heißt die Muskulatur, die ich mir natürlich hier aufgebaut habe etc., jetzt im Base-Cycle nochmal extrem dann koordinativ auch beansprucht habe, die hat sich natürlich in der Zeit trotzdem verkürzt, weil die Muskulatur ist ja da, ja. Aber wenn die natürlich dann nicht mehr entsprechend wie im Base-Cycle das gemacht worden ist, gedehnt, Mobility etc. pp., dann verkürzt sich das Ganze natürlich und dann bist du irgendwann auch nicht mehr in der Lage, deine Technik auszuführen, wenn du dir eine spezielle Technik angeeignet hast. Bei mir ja sehr breit, für die sehr breite brauche ich allerdings auch eine sehr mobile Hüfte. Ja? Und da sind mir die Knie zum Teil nach innen gegangen. Ich konnte nichts dagegen machen, weil es einfach von der Mobility her nicht ging. Ja? Das heißt, die Bänder, die Muskulatur war zu verkürzt, hat das Knie nach innen gezogen und dann können natürlich auch schnell Verletzungen passieren. Deswegen jetzt hier wieder Mobility, ihr seht das mit den Bändern, die Hüfte komplett hinten rein, Gelenkkapsel, Tutorials und so dazu gibt es zwar schon, ja, die werden aber jetzt demnächst, wenn das Gym steht, also in 1 bis 2 Wochen sollten die Geräte dann wirklich komplett da sein. Dann geht es auch langsam wieder los mit vernünftigen Videos und vernünftig Training und hier und hast du nicht gesehen, geile Kamera und so. Und dann kommen auch Tutorials wieder dazu. Dann wird das Ganze auch wieder mehr thematisiert, dann habe ich auch wieder richtig Bock darauf. Jetzt seht ihr hier mein Warm-up. Und zwar, ja, das Komplette, was ich gemacht habe, ja, also viele fragen ja auch, wie wärmst du dich auf, was machst du, jetzt seht ihr es mal, ja, so wärme ich mich jetzt quasi komplett für 202,5 Kilo auf, ihr habt es gesehen, Mobility, und dann fange ich an mit ganz leichten Beugen, Stange, spüren, unten, wohlfühlen, ja, erstmal reinkommen, ja, ein bisschen mit der Stange sich rantasten, die Bewegung reinkommen etc. Mein Stand, ihr seht es, er ist wirklich sehr breit und natürlich muss ich trotzdem versuchen, die Knie in die richtige Richtung zu bekommen. Das heißt, wenn ich da nicht mobil bin, geht's aufs Knie. Das hatten wir ja das mal davor, die 3 Wiederholungen sahen ja sehr unsauber aus. Ja, ihr könnt es euch jetzt mal angucken, ein bisschen was. Ich erzähle jetzt noch ein bisschen was zum Training gestern und zwar habe ich ja Klausuren geschrieben morgens. Das Ganze sah so aus. Vorgestern, also ich habe jetzt 3-4 Tage, sagen wir, na, sind wir ehrlich, komm, ich habe 2 Tage gelernt, ja. Aber diese 2 Tage habe ich auch wirklich von morgens bis abends gelernt und, ja, nichts gegessen. Ja. Das heißt, ich bin jetzt im Moment sowieso in der Diät, sollte man bei Small Off eigentlich gar nicht machen. Ich esse im Moment 3000 Kalorien, man sollte eigentlich so im Überschuss sein von 500 bis 1000 Kalorien, schätze ich mal. Das ist schon mal ungut und die 2 Tage habe ich wenig gegessen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Normalerweise nehme ich mir dann die Zeit und mache meine riesen Mahlzeiten da. Das ist dann eine für den ganzen Tag. Die Zeit hatte ich nicht, meine Mutter hat gekocht, ich konnte es nicht tracken. Wenn ich nicht tracken kann, also wenn ich regelmäßig tracke und dann etwas nicht tracken kann, dann habe ich keinen Bock mehr was zu essen, weil dann sowieso mein Getracke für den Tag im Eimer ist. Versteht ihr, was ich meine? Und dann habe ich nichts gegessen, hatte die ganze Nacht Bauchschmerzen, habe eine Stunde gepennt, ich habe von 6 bis 7 Uhr gepennt, musste um 7 aufstehen, um nach Düsseldorf zu fahren, um die Klausuren zu schreiben. Und dann abends, nachmittags, auch den ganzen Tag nichts gegessen, kurz vorm Training noch 200 Gramm Trockenreis reingeknallt, Small Off. 5x5 mit 202,5. Ich habe nur 4 Sätze gemacht,
Hätte wahrscheinlich vorher schon aufhören sollen, weil mir war schlecht. Ich war todmüde. Zentrales Nervensystem war komplett im Eimer. Und ich bin sowieso in einem Kaloriendefizit und ich hatte 2 Tage vorher nichts gegessen. Das Ungünstigste, was man machen kann, wenn man so ein Trainingssystem hat, ich habe dann nach dem vierten Satz gesagt, komm, reicht. Hätte den fünften Satz zwar machen können, aber das Verletzungsrisiko ist mir einfach zu hoch. Der Boden, also es war wirklich nur noch ein unkontrolliertes Runter- und Hochgehen, die 4 Sätze. Ich habe auch jetzt heute noch einen leichten Schmerz im rechten Knie. Ich hoffe, der ist morgen wieder weg und ich kann morgen meinen Plan weitermachen, weil ansonsten habe ich mir mit diesem scheiß Boden und mit meinem, ja, mit meiner Doofheit echt vielleicht was kaputt gemacht. Es stehen, glaube ich, an 214, 3x4 oder 4x3. Also auch wieder was ultra Krankes, ne? Aber dazu werden wir gleich auch wieder eine Lektion lernen. Hier Kopf und Körper, so Mind und was der. Also wozu der Kopf meint, dass der Körper nur fähig ist, ne? Und wo man dann aufhört. Und wie man sich mental wieder vorbereiten muss. Ich würde sagen, das reicht als leichter Exkurs. Ja, ich habe mich gestern übernommen. Mit meiner Schulter wird heute auch wieder geguckt. Mal gucken, ob Bankdrücken geht. Im Moment mache ich es ja nicht. Versuche die Schulter wieder zu fixen. Das sind gerade 170 und ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt auch wieder aufs Training. Ja, so viel dazu. 190 jetzt gerade noch, zählt noch zum Warm-up. Und die Warm-up-Sätze jetzt mit Gürtel, die habe ich nicht selber gewählt. Die sind von Smoloff vorgegeben. Ich mache für gewöhnlich lieber mehr Aufwärmsätze, um mich besser an das Gewicht zu gewöhnen. Lieber zu viel aufgewärmt als zu wenig. Und ihr werdet auch sehen, ich mache zwischen den Sätzen immer leichte Foam Roll Sessions, Mobility Sessions. Und das habe ich zum Beispiel gestern auch nicht gemacht. Ja, gestern wollte ich es einfach durchbekommen, weil ich im Eimer war. War ein Fehler, habe mich verletzt. Selber schuld. So. Jetzt bin ich auch ein bisschen ruhiger, habe ich das Ganze mit komplettem Sound drauf gemacht. Jetzt könnt ihr einfach nur genießen, wie ich beuge und dann dazwischen erzähle ich immer was. Erster Satz, 202,5. Ihr seht das so ein bisschen, wie die Knie unten immer wackeln. Das ist wirklich dieser Boden da. Seht ihr das, wie die unten wackeln? Das ist so destabil. Nächstes Mal, also morgen versuche ich auch auf der Platte zu beugen, auf der Holzplatte. So. Einfach. Mein Knie ist. Man spürt es schon. Also es ist schon extrem kacke. Eigentlich wollte ich den Intense Cycle ja auch nur im eigenen Gym machen. So, jetzt zwischendurch wieder ein bisschen Mobility. Externe Rotatoren freimachen etc., dass da richtig schön die Technik stimmt und mir nichts kaputt macht. Den Boden kann ich leider nicht ändern. Werde ich dann morgen auf dieser Holzplatte machen mit diesem komischen Ständer, den ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Wenn mein Knie mitmacht, weiß ich jetzt nicht, ob ich es mir jetzt versaut habe oder nicht. Ich wollte gerade irgendwas Wichtiges sagen. Jetzt kommt aber auch schon der zweite Satz. Was hatte ich denn? Ach genau, von der Tiefe her. Aus dem einen Winkel sieht es immer so aus, als würde ich die Tiefe nicht treffen. Aus hier dem Winkel sieht es wieder anders aus. Und von der Seite sieht es vielleicht nochmal komplett anders aus. Deswegen an all die IPF-Regelkontrolleure hier, die das IPF-Regelbuch neben sich liegen haben, spart euch die Kommentare. Wir werden das auf dem Wettkampf sehen, ob die regelwidrig sind oder nicht. Das könnt ihr von hier aus sowieso nicht beurteilen. So, zweiter Satz. Gönnt euch. Wenn ihr euch fragt, wie lange so eine Session dann dauert, also wenn ich Kniebeugen, dauert das mit warm, also Warm-up und so. Ich schätze mal, hier die Session hat so 1,5 Stunden gedauert, Kniebeugen, 1,5. Mit Warm-up und so, denke ich mal, 1,5 Stunden hat das Ganze gedauert. Ich beuge immer so zwischen 1 Stunde und 2 Stunden. Also unter 1 Stunde komme ich eigentlich nie durch dieses Warmgemache und so. Ja.
das mit gestern, das regt mich schon extrem auf. Jetzt hatte ich meinen Bildschirm ausgestellt. Ist es noch an? Es ist noch an. Gönnt euch den dritten Satz. Es lief, ja. Auch wenn es ist zwar hart am Limit und ich kann es auch nur immer wieder wiederholen. Das Tolle an Smoloff ist einfach, dass man lernt, wenn man nicht mehr kann, trotzdem sich so sehr zu konzentrieren, dass man immer noch kann. Also das ist das einzig Geile. Das Negative ist einfach die Verletzungsgefahr, wobei die auch einfach durch diesen Boden hier nochmal stark begünstigt wird. Ja. Einfach sehr scheiße. Eigentlich wollte ich den Cycle ja auch in meinem eigenen Gym machen, auf einem festen Boden, aber das hat ja alles nicht geklappt. Da habt ihr gesehen. Es war auch ein Grinder, der letzte. Aber es geht. So, jetzt hier haben wir nochmal die letzte Mobility Session, kurz dazwischen geschoben, einfach nochmal ein bisschen gefoamrollt. Und ja, man kann mit Foamrollen auch kurzfristig was für die Performance tun. Viele Leute unterschätzen Mobility und denken Mobility, ja, das ist Dehnen, das ist was für Ballett, das ist für Frauen. Nein, es ist für Performance. Ja, und wer so Sachen nicht nutzt, der ist selber schuld. Ich bin's auch selber schuld, dass ich es gestern nicht genutzt habe oder für die Schulter nicht weitergemacht habe. Alles Eigenverschulden. Und jetzt seht ihr hier wieder, wenn der Kopf nicht ready ist, ja? Ich hätte diese Wiederholung machen können, aber ich hatte keine Lust mehr in diesem Moment. Und danach der Satz, pass auf, wir schauen jetzt erstmal, was passiert, ja? Und ich habe nicht mit 100% durchgezogen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, weil es so schwer war, so. Ich habe mir dann überlegt, nee, komm, fuck it, ich habe keinen Bock mehr. Aber was wir gemacht haben, direkt die Scheiben hochgelegt und direkt den nächsten Satz angefangen. Und statt 0 Wiederholungen, hau ich 5 Wiederholungen raus. Dazwischen lagen jetzt vielleicht 2 Minuten oder so, ja? Oder 3, bis man die ganze Scheiße dann wieder oben hatte, ne? Aber direkt im Anschluss, und es ist keine Körpersache, es ist nicht so, der Muskel kann nicht mehr, sondern der Kopf wollte einfach nicht mehr. Und hier habe ich mir gesagt, du machst es jetzt, ja? Und es ist wieder immer nur dieses... Diese Kopfsache, die obersten 10, 15, 20% Leistung, dann sagen wir 10, 15% Leistung, ist Kopfsache. Und das kann man auch trainieren, indem man sich immer wieder an diese Grenze trainiert. Deswegen sage ich, Smoloff, was das angeht, top. Man kann wirklich in kurzer Zeit viel Kraft im Sinne von mehr Gewicht draufpacken. Ja, das ist nicht mehr Muskulatur oder so. Ich habe meine Muskulatur nicht vergrößert oder so. Aber es ist einfach das Potenzial, diese Kraft zu entfalten. In diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace.